Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Es ist Mittwoch, es ist Update-Tag, es hat kurz die Sonne geschienen. Ich bin zufrieden und wir haben wirklich einiges Cooles Neues. Unter anderem musste ich 900 Megabyte, glaube ich, runterladen. Also das ist wirklich ein großes Update. Dadurch, dass es ein großes Update ist, bekommen wir auch 200 Zeitkristalle geschenkt. Kommt bald in eure Geschenkbox. Damit ich Dinge nicht vergesse, habe ich eine Sache schon mal aufgerufen hier. Und zwar neu bei den Ausrüstungen ist das Zeichen göttlich. Ihr seht hoffentlich, dass es so schön glänzt. Auch hier unten funkelt das richtig schön, wenn etwas göttlich ist. Das sind die Werte, die es Maximale haben. Also über Z+ sind dann die göttlichen. Ihr seht, ich habe da halt ein paar davon, von diesen Ausrüstungssammlungen. Z+ seht ihr auch hier, Z leuchtet. Also ist schon ganz geil, das ist göttlich, muss ich sagen. Habe ich aber, glaube ich, random halt nur auf diesen speziellen Ausrüstungen mal freigeschalten. Und sonst ist das ein bisschen schwierig, ne? Das ist halt wirklich was für Hardcore-Suchtis. Hier unten habe ich noch 2 Ausrüstungen oder 3. Also wirklich für Hardcore-Suchtis, die jetzt wirklich das Beste vom Besten haben wollen und in der Online-PvP-Lobby zeigen wollen, was sie so drauf haben in Ausrüstung verbessern. Dann etwas, was mich auch krass gefreut hat, was jetzt neu dazu kam. Ich habe ja vor längerer Zeit mein 2000 Tage Login gehabt. Ihr seht's, ich bin bei 2018 Tagen hier unten. Und jetzt gibt es endlich mal eine richtige Belohnung. Es gab, glaube ich, nur 20 Zeitkristalle oder so für 2000 Tage. Und jetzt gibt es einen richtigen täglichen Login-Bonus, ne, für 2000 Tage. Den wollte ich mir jetzt gemeinsam euch angucken. Gibt 200 Zeitkristalle und einen neuen Titel. Und zwar seit 2000 Tagen dabei. Das ist ein geiler Titel. Muss ich ehrlich sagen, das ist ein geiler Titel. Mit dem kann nicht jeder angeben. Den hat auf jeden Fall nicht jeder. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich den Titel ausrüste, wäre es auch wunderschön, ne? Da war es nicht. Also 2000 Tage, ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. Beschwörungsverlauf, wo war der Titel nochmal? Optionen? Nee, oder? Ja, keine Ahnung mehr, wo der Titel war. Status klingt gut. Status, Titel, was habe ich denn gerade? Der größte Gegner habe ich drin. Ich will aber natürlich den neuen Titel haben. Gibt es irgendwie noch erhalten? Ja. Aber ist das dann verkehrt rum? Muss ich jetzt ganz unten nach erhalten gehen, oder wie? Jo. 2000 Tage, ausgerüstet, bestätigen. Yeah! Jetzt sieht jeder online, wenn ich kämpfe und so weiter, ich bin seit 2000 Tagen dabei. Das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Also das ist schon mal eine Ansage. Da kann man nicht drüber meckern. Also das muss erstmal wieder nachmachen. Dann haben wir trotzdem noch auch anderes, vieles Neues, wie unter anderem Erneuerung der Charakterverstärkungspakete. Braucht man jetzt ehrlich gesagt nicht. Ganz klarer Fall, kann drauf scheißen. Dann gibt es jetzt ein legendäres Blitzstart-Paket für 168 Stunden verfügbar. Ganz ehrlich, ich würde es nicht kaufen. Ne? Ich würde es nicht kaufen. Ganz ehrlich, lasst es sein. Reden wir nicht weiter drüber, lasst es sein. Legends Weekend ist wieder natürlich. Da müssen wir noch was. Festival Countdown geht noch weiter. Wir sammeln noch bis 24.11. Das heißt, bis nächsten Freitag sammeln wir noch weiter die Countdown-Belohnungen, die Knallbonbons und die Schleife. Warum? Dann ist eben das Legends Festival am Black Friday, wenn ich mich nicht irre. 24.11. müsste Black Friday sein. Da geht dann die Party ab und dafür spare ich auch aktuell meine Zeitkristalle. Da will ich dann ein großes Opening machen, wenn es hoffentlich einen geilen Banner gibt. Ich bin bereit, dann mit ca. 20.000 Zeitkristallen da mal reinzubuttern. Ne? Also sammelt weiter eure Schleifen und Bonbons, um eben Zeitkristalle und so weiter zu bekommen. Zenkai Rush ist nicht neu gestartet. Können wir auch lassen. Battle Royale müsste wieder was Neues sein. Genau, vom 17.11. von Freitag bis nächsten Freitag gibt es einen neuen Battle Royale Modus. Und zwar nur mit den Charakteren DBL 35 bis DBL 47. Wer da Bock drauf hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Online-Modus reingehen, Tickets holen. Event, gibt es eine neue Ausrüstung? Jo, neue Ausrüstung gibt es auch. Und zwar Todesmutiger Konter. Für Song Goku. Geile Ausrüstung, sollte man sich durchlesen, sollte man sich holen. Reveals und Stuff, das wissen wir schon, am 23.11., also am Tag vor dem großen Update, gibt es natürlich Infos, ein Newsstream auf YouTube. Ich werde dazu wieder ein News-Video machen. Also gerne kostenlos abonnieren jetzt, um das nicht zu verpassen. Dann Legends Festival Countdown, was war das noch hier? Rangliste. Die läuft ja noch immer, auch nichts Neues. Teamkampf läuft noch immer. Son Gohan ist noch immer da. Kampf mit voller Kraft. Bojack ist neu ab heute bis 29.11. Wenn ihr da hart reinhaut, ihr seht es auf normal, schwer und Scream, gibt es jeweils 1000 Teile für den neuen Gohan Free-to-Play. Und Teile, wie ihr sehen könnt, also Tickets, die ihr eintauschen könnt gegen Z-Kraft von gewissen Charakteren. Auch sehr geil. Super Master Pack 6? Oh. Nee, da sind einfach nur neue Charaktere reingekommen. Okay, auch nichts Neues, auch nicht interessant. Countdown Champion Bonus, der ist neu. Pro Tag einmal gegen Mr. Satan kämpfen, insgesamt 500 Zeitkristalle holen. Tut das auf jeden Fall. Dann Zenkai-Erweckung von Chiren. Ab heute neu, könnt ihr Zenkai erwecken, sehr geil. Free-to-play wie immer. Und das Ganze eben durch Eventmissionen, durch den Zenkai Rush Battle und durch kommende Events wahrscheinlich auch noch. Aber es lohnt sich auf jeden Fall sehr, die Mission zu machen und den Zenkai Rush Battle. Sehr geil, Chiren Zenkai Erweckung, freut man sich. Stepper-Bahn interessiert keinen, Ultra-Bahn interessiert keinen. Und das Wichtigste, wie schon gesagt, wir bekommen bald 200 Zeitkristalle und einen neuen Hintergrund als Belohnung zu diesem Mega-Update heute. Dann haben die Legend Limited Charaktere eine neue Z-Fähigkeit. Das finde ich sehr, sehr geil, wenn wir auf Charaktere gehen, auf zum Beispiel den Gohan, dann sehen wir hier bei Details, Fähigkeiten, hier das Neue. Was ist dieser Charakter Kampfmitglied? Erhalten Verbündete folgende Statuserhöhungen. Schlagangriff, Fernangriff, Schlagverteidigung, Fernverteidigung. Seht ihr? Alle 7% mehr, das darf man nicht unterschätzen, das summiert sich hoch, je mehr Legend Limited Kämpfer man dabei hat und je höher die Legend Limited Kämpfer sind. Ihr seht's, wenn er dann 14 Sterne ist, geht's ins 10%. Ja. Ist eine geile Sache, vor allem wenn man Legend Limited Kämpfer mehr dabei hat. Wir gucken uns hier bei Piccolo an, der müsste noch weniger haben, genau, nur 5% und bei vollem ist es hier, ne, sieht man gar nicht das volle. Hier sieht man nur die 5%, dann die 7% und dann die 10%. Also je höher eure Legend Limited Kämpfe, umso besser. Ist jetzt ein bisschen schwierig, wie soll man sagen. Denn wenn du Charaktere hast, durch sehr viel Geld ausgeben, auf dem höchsten, ihr seht es bei ihm zum Beispiel, auf dem höchsten Grad, hast du halt automatisch insgesamt 30% mehr Schlagangriff, ne? Wenn du mit den 3 Charakteren kämpfst, ne? 30% mehr Schlagangriff, 30% mehr Verteidigung. Wenn du mit 3 Legend Limited Kämpfern 14 Sterne kämpfst, das hart. Ich denke, dadurch werden nun auch mehr Legend Limited Kämpfer online gespielt. Vielleicht ein bisschen weniger normale Sparkings, vielleicht ein bisschen weniger Ultra-Charaktere, je nachdem, ne? Also Legend Limited Charaktere, hoppla, lohnen sich jetzt schon sehr zu spielen. Dann beim Event, wie gesagt, geht auf jeden Fall unbedingt rein. Beim Piccolo, würde ich sagen. Beim Chiren Event holt ihn euch Zenkai erweckt, mega einfach. Und macht auf jeden Fall auch, was ich jetzt auch gleich tun werde, hier Mr. Satan. Vergesst das nicht. Jeden Tag einmal Mr. Satan zu verklopfen. Na, wir machen das auch direkt mal mit Autoplay. Jeden Tag einmal den blöden Mr. Satan eine reinhauen. Niemand will ihn, niemand mag ihn. Haut ihn einfach weg, die Sau. Und holt euch täglich eure 50 Zeitkristalle 10 Tage lang. A.k.a. 500 Zeitkristalle. Die schmecken auf jeden Fall, weil es ist Baby einfach. Du lässt sie im Autoplay laufen und so weiter. Ladezeiten sind gerade ein bisschen schwierig, wie ich sehe. Ah, Zeit für einen Kaffee. Aber ja, zockt auf jeden Fall das Mr. Satan Event. Holt euch Chiren. Holt euch weiterhin Son Gohan Free to Play. Bereitet euch somit darauf vor auf das Legends Festival. Spielt die Online-Rangliste für noch mehr Zeitkristalle und so weiter und so weiter. Warum jetzt eine blaue Fähigkeit? Hättest einfach einen Tippangriff machen können. Aber auf jeden Fall ja. Ihr seht, Baby einfach. Logischerweise, es ist nur Mr. Satan. Er denkt zwar, er ist der stärkste Kämpfer der Welt, aber das ist er natürlich nicht, Bruder. Und ihr seht, zack, fertig, 50 Zeitkristalle, lecker Schmecker und das jeden Tag einmal. Und wie gesagt, bald sollten auch dann demnächst in der Geschenkbox 200 Zeitkristalle liegen. Bei mir aktuell noch nicht, sondern nur viel anderer Blödsinn. Aber erstmal gucken, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall dann, das zu spielen. Ich bin zufrieden mit dem Update, vor allem, dass meine Gohans jetzt noch stärker sind durch den Legend Limited Buff. Ich finde es lustig mit den göttlichen Ausrüstungen, dass man die anstrebt. es ist einfach cool. Ich bin bereit für das Legends Festival am Black Friday. Ich hoffe, sie enttäuschen uns nicht. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Daumen nach oben, wenn ihr es gespannt seid. Vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren. Danke an meine Top-Kanalmitglieder und die was bei Holy kaufen. Alle Infos in der Videobeschreibung. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Haut da rein. Bis spätestens nächste Woche in Legends und ciao.